Ja, hallo und willkommen zurück zum 13. Part von Team Kirby Clash Deluxe. Ja, gestern haben wir ja die andere Susi besiegt und auch eine andere Landia. Und ich muss dazu sagen, ich habe heute, ja gerade heute, ich habe gestern noch ein bisschen ja, Gas gegeben und ich habe es noch geschafft, genug, ja, genug Äpfel zusammenzubekommen, um die, ja, um die nächste Mission freizukaufen. Ich bin jetzt mit dem hier bei 253. Ich kann euch gerne mal im Profil zeigen. Und zwar habe ich hier noch ein bisschen was auf Platin geschafft. Ja, man sieht es. Und bei den hellen Missionen habe ich mir gestern einen 2DS von einer guten Freundin ausgeliehen, damit ich die, wie heißen sie hier, die Drahtlos-Mission hier, seht ihr? Die habe ich alle dann nochmal gemacht gestern. Habe auch extra, ja, weil man sieht, man muss ja 25 Kämpfe machen, habe ich immer nur die 5er Elan-Level gemacht, damit es halt schneller geht, auch wegen Aufladen und Co. Und ja, viel fehlt nicht mehr. Schade, dass man hier keine Äpfel mehr bekommt, weil die Fragmente, die brauche ich sowieso nicht mehr in dem Sinne. Ich habe über 40 Stück. Aber ja, ich habe so gut es geht ausgereizt. Das Einzige, was ich vielleicht noch machen könnte, ist halt hier jetzt noch großartig, halt hier noch 50 Äpfel für Level 50 erreichen. Zwei Level wären das noch. Aber selbst dann würde es vermutlich kritisch. Das heißt, die Folge heute wird vermutlich wirklich ein bisschen kürzer werden. So, aber erstmal euch suchen. Ich habe auch ein paar ältere von euch, also nicht wundern, wenn, wenn vielleicht ein paar nicht mehr hier angezeigt werden. Solche Pilzkuh habe ich immer noch in der auf Lager, sage ich mal. So, alles klar, die brauche ich auch nicht mehr. Das ist eigentlich schon übertrieben. Da haben wir unseren Bastian wieder. Er ist immer noch mit seinem Fischset unterwegs, okay. Dann haben wir den Christian wieder. Hallo. Spielst du überhaupt noch? Das Equipment hat sich nicht verändert, aber gut, muss es ja auch nicht. Und hier haben wir den San, okay. Der ist auch aus Deutschland. Kitsune Dayo, okay. Auf jeden Fall als komplettes, ja, zweitbestes Set. Auch nicht schlecht. Und der hat auch schon, ja, der hat sogar ein bisschen mehr auf. Der hat Landia mit dem Set auf, ja, auf Platin geschafft. Also die andere Landia. Ja, gut, dann werden wir wohl hier starten. Einfach mal direkt. Vielleicht wird es auch wirklich eine ganz kurze Folge, dass ich halt wirklich nur hingehe und Landia mache. Aber ich kann euch schon mal ganz kurz zeigen. Hier habe ich dann die anderen noch auf Platin bekommen. Leider hat es hier nicht mehr für die 40 Sekunden gereicht, aber das ist mir persönlich auch egal, außer fürs Komplettieren, sage ich mal. Und das mit der Goldausrüstung wird, glaube ich, ein bisschen schwierig, also in Goldausrüstung auf Gold zu kommen. Das Einzige, was ich hier habe, ist ja die goldene Magierrüstung. Und wenn ich dann nur mit goldenen Magier reingehe, wird es ein bisschen knapp. Und ja gut, kann ich ja dann trotzdem vielleicht mal gucken. Und hier, den müsste ich dann auch noch auf Platin kriegen. Irgendwann mal habe ich danach nicht mehr probiert, weil er halt ziemlich viel Elan braucht. Aber erstmal hier den hier freikaufen für 180 Äpfel. So, ja. Wenn ich nur wüsste, wenn das wirklich das letzte wäre, wäre es okay. Aber ja, danach kommt halt noch eine Mission. Das sieht man auch in den, ja, bei den Heldenmissionen. Bei der Statistik sieht man ja auch, dass noch ein freies Feld ist für einen weiteren Kampf. Aber erstmal gucken, was haben wir denn hier? Weil hier kriegen wir ja auch noch ein paar. Also sollte das eigentlich vielleicht. Also es kann sein, dass halt der nächste Part in ein paar Tagen später kommt. Also ein paar Tage später, weil ich dann erst wieder Äpfel sammeln muss. Aber heute hat es noch gereicht. Meister der Mission mit vollständiger Platin-Ausrüstung. Ja, die habe ich ja. Immerhin. Die kriege ich also geschenkt. Erhalte mit allen Spielern in verschiedenen Rollen eine Platin-Medaille. Das wird wieder kritisch. Ja, vor allem, weil ich keinen passenden Hammer habe, bin ich ganz ehrlich. Und ich auch ungern einen mitnehmen würde. Aber gut, dann machen wir es einfach. Wie gesagt, wenn die Folge heute kürzer wird, dann wird es halt so. Ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich hier noch ein paar Kollegen mitnehme. Ihr seht halt hier, die habe ich alle noch dabei. Die könnte ich vielleicht auch noch mitnehmen. Man sieht halt auch den Unterschied des Set hier im Vergleich zu meinem Set hier als Beispiel. Bei mir ist ja noch die Rüstung noch nicht abgegradet. Bei ihm ist ja alles abgegradet. Da sieht man halt schon den, ja, schon den gewaltigen Unterschied. Man sieht halt hier, ist es speziell für Koop-Meteor massiv. Ich habe mir auch sagen lassen, dass das Set den Koop-Meteor-Damage auf Maximum setzt, also auf 999.000. Ne, 99.000. Geht ja nur bis, geht nicht bis 100.000. Ja, aber ganz ehrlich, dann nehme ich lieber das Aufladetempo und hau dem Gegner so eins auf die Rübe. Okay, gut, dann werde ich mir hier wieder einen Schwertkämpfer schaffen. Ich kann ja mal gucken, ob ich vielleicht trotzdem schaffe, wenn ich hier noch einen, ja, einen Hammertyp mitnehme. Aber ich glaube, dass das ein bisschen kritisch wird.
glaube, den anderen Hammer habe ich verbraucht, ja. Ja, ich werde garantiert fehlen. Und falls es dann nicht klappt, dann kann ich hinterher dann immer noch hingehen und es dann nochmal probieren. So ist es ja nicht. So, jetzt haben wir nicht lange gequatscht, sondern mal hier gestartet. Na, Taranza war es, der ist scheinbar besiegt. Was? Achso, der scheinbar, Mann, ich fange mal vorne an. Taranza war es, der scheinbar besiegt und im Verborgenen teuflische Ränke schmiedend den Invasoren aus einer anderen Dimension beschworen hatte. Ja, man muss halt ein bisschen im Voraus lesen, zu wissen, wie der Satz endet. Nun bleibt ihm nur noch eine ultimative Waffe. Ein gigantischer Spiegel, unter dessen reflektierender Oberfläche finstere Schatten lauern. Das solltest du nicht tun. Oh. Ist es der Amazing Mirror? Böse. Okay, Dark Taranza. Das wird auf jeden Fall lustig, auch für mich jetzt speziell, weil, ja, ich kenne ja den Boss zwar schon, ja, relativ. Oh, er kommt sogar in den Vordergrund. Aber ich schätze mal, dass wenn ich ihn, ja, gut einfrieren kann. Was macht er? Achso, er schießt in verschiedene Richtungen, okay. Weil ich halt der Einzige bin, der den einfrieren kann. Na, bleibst du da? Dass es ein bisschen kritischer wird. Ach, die Attacke wieder mit dem springenden Ball, gell? Na, Mist, da konnte ich mich nicht richtig schützen. Na, komm her, Taranza. Die schauen wir jetzt. Wie ja schon gesagt, der Magier ist einfach OP. Ich habe auch viel bei Miiverse gelesen, dass die meisten halt wirklich komplett immer noch mit einem Magier-Set rumgeistern. So, und hier fehlt jetzt leider ein bisschen der Schaden. Sollte aber kein Problem sein. Taranza ist ziemlich fair, was das angeht. Dass man ihn dann trotzdem einfrieren kann. So. Soll ich vielleicht mal aufs Heilfeld gehen? Ah, verdammt. Verpasst. Na, bist du jetzt auf deiner... Immer noch nicht? Auf deiner Stufe, denke ich mal, wollte ich gerade sagen. Ah, Mist. Ich heile mich mal eben. Na komm. Dankeschön. Na komm, Taranza. Und ja, man sollte auch wirklich gucken, dass man gut ausweicht. Na, ich treffe nicht mehr. Ach so. Nee, das war's garantiert noch nicht. Da fehlt noch die Zwischenstufe, oder? Ja, sage ich doch. Jeder Boss hat eine Zwischenstufe, also auch er. Okay, das war nur der Vorgeschmack. Oh. King the Mind. Okay. Oh, einfach mal zersplittert. Okay, jetzt wird's persönlich. Uiui, ist ja schnell. Also er kämpft wie DDD. Ja, aber ich komme gerade nicht wirklich zum Angriff. Ich glaube, ich mache kleinere Schläge, dass ich halt zumindest auch ein bisschen Schaden mache. Und der Boden bebt ein bisschen. Schießt dunkle Sterne ab, okay. Leute, halt mal bitte. Dankeschön. Achtung, Kugeln ausweichen. So. Achtung, er schießt. Aber jetzt haben wir ihn erstmal. Ich hoffe, dass er irgendwie so eine Zwischenstufe hat, dass man ihn dann einmal so ein bisschen auch mit dem Meteor treffen kann, sage ich mal. So, okay, der hat die Zwischenstufe, alles klar. Und sein Hammer ist zerstört. Ich verrutsche ein bisschen. Er ist wütend. Oh, neue Waffe. Oh, Achtung, Leute. Oh, okay, er schlägt bis zum Schluss zu. Also entweder auf der einen Seite stehen oder halt ausweichen. Na komm, schaff ich's noch? Jetzt ist er Dark Matter oder was? Man kennt es ja als Kugel mit Auge. Der typische Dark Matter Boss von Kirby. Na komm, sammelt euch die... Oh, er ist schon besiegt. Okay, gut. Oder? Ist er besiegt? Na, DDD, hast du dich wieder beruhigt? Kann noch eine dritte Phase kommen, weil... Okay, er ist besiegt. Alles klar. Okay.
dann ging es ja doch mit dem Team hier. Also ich denke mal, dass ich, wenn ich komplett mit Magier hingehe, dass er dann wirklich leicht wird. Aber leider nicht auf Platin. Dafür hat war der Kampf viel zu lange. Aber wir haben es immerhin geschafft mit 4 verschiedenen Teams. Das heißt, wir kriegen noch ein paar Äpfel dazu. Also mit 4 verschiedenen Spielern. Ja, und ich habe auch gestern... nochmal 41 Äpfel, sehr schön. Ich habe auch gestern noch festgestellt, oder eher gesagt, überlegt gehabt, das Game wäre... Ja, da haben wir ihn. Ich lese erstmal. Bereit für die ultimative Mission... für die ultimative Mission, der neue letzte Kampf. Ja, ich denke, da steht neu. Schare deine Verbündeten um dich und rettet gemeinsam die Welt. Ja, der König der Finsternis kehrt für einen letzten Kampf zurück. Hilf uns, Team Kirby. Ja, Problem ist nur, das Teil kostet 200 Äpfel und ich habe gerade mal noch 114. Wie gesagt, da kommt noch 50 dazu, wenn ich 50 erreiche. Aber dann wird es kritisch. Deswegen wird es halt dann wohl erst in ein paar Tagen der Fall sein. Und ja, was ich halt noch sagen wollte, das Game ist ein bisschen imbalanced, meiner Meinung nach. Also so mal kurz so ein paar Zwischensachen sagen, weil wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Und zwar, meiner Meinung nach hätte man das so machen sollen, dass man wirklich immer nur vier verschiedene Klassen mitnehmen kann, dass man sich quasi aussucht, welche Klasse man selber spielt. Aber die anderen sind dann auch immer eine andere, nicht dieselbe, die man selber spielt. Und zwar einfach aus dem Grund, weil der Magier einfach in dem Spiel OP ist. Der ist wirklich OP. Durch diesen Zeitstopp wird jeder Gegner zum Witz. Also ich kann es nochmal ganz kurz zeigen. Ich habe ja gestern noch ein bisschen gelevelt. Und ich habe speziell bei der anderen Susi gelevelt. Guckt euch mal hier die Zeit an. 17 Sekunden. Und wenn man den Gegner machen lässt, ist der eigentlich schon gefährlich, muss ich sagen. Also der hat gute Attacken drauf. Ja, aber wie gesagt, wenn... Dadurch, dass die halt auch ziemlich viel auf dem Boden rumrennt und man mit 4 Magiern rumrennt, ist die so schnell in Zeitstopp, jetzt seht die Zeit. Das ist, ja, da hätten sie sich irgendwas anderes überlegen müssen. Entweder, dass der Zeitstopp ein bisschen kürzer wäre oder dass halt, dass es gar keinen Zeitstopp gibt, ganz einfach. Das wäre dann so die Idee gewesen, dass halt der Magier ein Fernkampf-Damage-Dealer ist und das passt. Aber, ja, ihr seht es ja selbst. Aber gut, wie gesagt... Der nächste Part wird dann halt wohl ein bisschen, ein paar Tage später kommen. Weil, ja, aus Gründen, ihr seht es ja. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, wenn ich nicht so auf Prinzip gehen würde und, ich gebe ja kein Geld für digitale Sachen aus, könnte man sich wirklich im Shop, ich habe mal kurz geguckt gehabt, für 50 Cent 50 Äpfel kaufen. Dann hätte man erstens einen größeren Apfelbaum, also dass man, denke ich mal, 10 dann pro Tag bekommt. Oder vielleicht einen mehr, ich weiß nicht, wie das hier gerechnet ist. Und hätte dann halt genug, um direkt hier weiterzumachen. Also ohne, dass man halt, oder heißt, wenn man Level 50 erreicht hat zumindest. Und ja, also zumindest halt finde ich das vom Preis-Leistungs-Verhältnis her sehr fair in dem Spiel hier. Also man wird nicht unbedingt jetzt gezwungen hier auch, gib mal 10 Euro aus, damit du alles freischaltest. Es reicht wirklich durch die Missionen, alles freizuschalten. Selbst wenn man dann vielleicht ein bisschen ungeduldiger wird und 50 Cent ausgibt, was ziemlich wenig ist für so ein Spiel, muss man ja dazu sagen. Aber wie gesagt, bei mir ist das eine Prinzipfrage. Aber gut, dann hoffe ich, euch hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne auch abonnieren, falls ihr mehr von Team Kirby Clash Deluxe sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Und dann geht es in ein paar Tagen weiter. Ciao, ciao.